No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin. Hallo Männer, ich begrüße euch hier in meiner Männerschmiede. Ich denke, ihr habt alle einen falschen Eindruck von mir. Ich habe ihn noch nicht so richtig vorgestellt. Also, das holen wir jetzt mal nach. Ich bin der Thomas, Freunde nennen mich Tom. Ich bin ein ganz normaler Mann. Ganz normaler Mann. Betonung, ganz normaler Mann. Typ Junge von nebenan. Also eindeutig schwanzgesteuert. Schwanzgesteuert. Aber dafür habe ich kaum andere Laster. Ja, kaum andere Laster. Betonung auf kaum. Ja, und was soll ich euch sagen? Gewalt lehne ich grundsätzlich ab. Egal in welcher Form. Gewalt, nee, nicht. Das geht nicht über mich. Ja. Und besonders jetzt, ganz, ganz wichtig, gewaltfrei leben in der Zeit, in der wir leben, in dieser Krise. In dieser Krise, wo die Supermärkte leer gekauft sind. Da wurde ich neulich Zeuge. Ich war einkaufen. Ich wollte einkaufen gehen. War schon im Supermarkt und wurde Zeuge von einem Ding, das er gar nicht geht. Da hatte ein Mann alles gehamstert, alles rein aus den Regalen in seinen Caddy. Es war für die anderen natürlich nichts übrig. Es kam eine Gruppe von Männern und Frauen, die gingen zu dem Mann hin und fragten ihn ganz nett und höflich, ja, ob er ihnen denn was abgeben könnte. Hat der Mann kategorisch verneint. Ja? Dann bin ich zu dem Mann hin, denn mein Caddy war ja jetzt auch leer, und habe ihn ganz nett gebeten, ohne Gewalt, ob er mir denn was abgeben könnte von seinen Spaghetti, ja, oder von Sardinen, oder von Klopapier, oder vielleicht ein bisschen Brot, ein bisschen Öl, oder eine Bildzeitung, ja. Was soll ich sagen? Das hat mir der Mann anstandslos überlassen. Ohne, dass ich irgendwelche Gewalt angewendet hätte. Ja, wie gesagt, der nette Junge von nebenan. Cool war. Ja, und jetzt ist es ja bald wieder soweit. Der Ball wird wieder rollen, spätestens am Samstag. Ich bin ja ein eingefleischter Borussia Dortmund-Fan. Ja, und was soll ich sagen? Ja, Samstagnachmittag, das ist mein Nachmittag. Das ist meine Zeit. Da bin ich daheim eine Macht. Ja, und da kackt mir keiner in die Stiefel. Ja, da kackt mir keiner in die Stiefel. Sonst schicke ich die alle in die Pampa. Die Kinder, ja, und die Frau sowieso. Das ist mein Date, das ist mein Nachmittag hier. Kimmich mal mit dem gechippten Ball und Witzel haut sich die Pille an den Arm. Keine Absicht. Ja. Deshalb ja. Lässt Schiedsrichter Nein. Grepe. Okay, doch. Ruhig Elfmeter. Geil. Wie geil Minuten ist das denn? Ein Riesenspiel. Meine Fresse. Bislang im einfach nur cool. Der haut das Ding da rein. Ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Ah, ja, okay. Wow. Tom, mach jetzt diese blöde Glotze aus und komm endlich her. Ja, Liebling, ich komm gleich. Ja.